Hallihallöchen und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar The Forest. Ja, wir werden das Ganze ein bisschen im Einzelspieler spielen. Und zwar werden wir mal schauen. Also, wir spielen jetzt nicht unbedingt auf, wir müssen den kleinen Jungen retten und so. Und wir werden einfach auf normal anfangen zu spielen und wir werden einfach mal schauen, wozu uns das Ganze führt. Und ja, entweder schaffen wir es früher oder später, den Jungen zu retten. Oder halt, wir sterben früher oder später und ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, wo uns die Reise hinführt. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf, dass wir da ordentlich Sachen bauen und so. Das sollte eigentlich schon ganz gut was werden, ne? Würde ich sagen. Und auf jeden Fall, dieser Ladebildschirm ist echt lang. Es war mit dem kleinen Sohn, Jungen, was auch immer, den ich nicht kenne, in Urlaub. Oh, was haben wir denn hier? Für Timmy. Survival Handbuch. Okay, stecken wir mal ein. Okay. Leicht stürmisch die Fahrt. Boah, fuck, was hier los? Nein! Ey, Junge, gib mir die Tüte! Gib mir die Figur! Da! Wir stürzen ab! Oh, fuck! Nein! Au! Wir können Boden sehen, ey! Boah! Ey, lass ihn liegen! Er gehört mir! Das ist meins! Nein! Nimm ihn nicht mit! Du bist scheiße! Lass ihn liegen! Oh, wir sind ordentlich blutverschmiert. So eine Schweinerei. Und wir haben auf jeden Fall Hunger. Gut. Wir fressen erstmal was. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mal alles mit hier. Das fressen wir auch nochmal rein. Können wir die Bilder mitnehmen? Nö. Okay, komm. Fressen wir uns einmal voll. Medizin. Tja. Dich hat's wohl zerledet, was? Ja, erstmal drauf einschlagen. Das gehört dazu. Okay. Hey, jetzt tragen wir gleich. Es wäre eine Frau. Lol. So. Auf jeden Fall eine Karte haben wir es noch nicht. Also ich hab schon mal ein bisschen reingeguckt. Das ist übrigens die PlayStation 4 Version. Und ja, wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze hier so drauf verhält. Wie lange wir es spielen, weiß ich nicht. Oh, vielleicht gibt es auch mehrere Staffeln, wer weiß. Auf jeden Fall dachte ich, das mal so zwischen COD ist das mal eine ganz willkommene Abwechslung. Einfach mal auch mal wieder ein Survival-Game hier. Nein! Gehe ich ins Wasser? Ah, toll. Obwohl, können wir uns direkt einmal waschen eigentlich. Hey, mehr. Oh. Sehr, sehr gut. Haben wir uns schon mal gewaschen. Liegt hier noch irgendwie so ein Speer rum? Ja. Kein Speer für uns. Schweinerei. Ja, guck mal, das gibt schon mal ein paar Blätter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, komm. Gib her die Äste. Die können wir doch auf jeden Fall brauchen. Wir sammeln uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen voll. Weil ich weiß nämlich nicht jetzt auf Anhieb, wo wir hier gerade gelandet sind. Das ist übrigens immer random, wo man auf der Insel runterkommt. Oder beziehungsweise in diesem Wald. Was haben wir hier?
Okay, das können wir auf jeden Fall essen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gehen wir denn mal hin? Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in irgendeine Richtung. Mal gucken, wo wir hinkommen. Auf jeden Fall müssen wir eine Position finden, wo wir unseren ersten Unterschlupf bauen können. Bevor die erste Nacht hereinbricht. Damit wir dort schlafen können und so. Nee, da hat man auch schon direkt so ein kleines Dorf von denen. Das ist aber nicht gut. Da will ich auf jeden Fall nicht hin. Nicht direkt am Anfang. Gucken, kann ich noch mehr Äste mitnehmen? Mal gucken. Okay, da sind wir voll. Na so was. Hey, komm. Ein paar Blätter können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Sollen wir uns am Strand was aufbauen? Oh, da ist ein Boot. Könnten wir natürlich auch mal hin. Einmal ab zum Boot. Was haben wir hier? Na, das können wir mitnehmen. Das geht auch mit. Nein. Na doch, hat geklappt. Das Düschen nehmen wir auch mit. Erstmal tauchen. Das ist aber auch schon ordentlich heruntergekommen. Muss ja auch noch mal untergehen, wenn wir drauf gehen. Wenn ich jetzt nur genau wüsste, wo sich das Boot auf der Karte befinden würde. Da, da oben mit dem großen, dicken, fetten Baum da, da könnte man theoretisch erstmal hin. Na los! Komme ich da nicht rauf wegen dem... Na los, hopp! Komm, was haben wir denn hier? Missing, alles klar. Ein hässlicher Bengel wird vermisst. Warum auch nicht? Ja, gib mal her die Münzen. Das Ding mit Kassette. Was haben wir hier? Muschi Klaus ist da. Ey. Das nehmen wir natürlich auch mal mit. Oh, hier können wir auf jeden Fall schon mal speichern und so. Das ist schon mal nicht verkehrt. Noch ein Bild. Okay, da brauchen wir eine Schlüsselkarte für. Da weiß ich nicht, wo wir die herkriegen. Aber die ist doch bestimmt nicht hier auf dem Boot, oder? Na, lass mich da hoch. Kommt man da vorne überhaupt hin? Ja, doch, das geht. Wunderbar. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das auch. Gut, gut. Ab ins Wasser. Guck mal, haben wir hier irgendwo am Strand eine Schildkröte? Das wäre eigentlich auch nochmal ganz nett. Da könnten wir schon mal Wasservorrat organisieren. Schildkröte, komm, Kröti, Kröti, Kröti. Also, wie scheint, haben wir kein Glück. Schweinerei. Keine Schildkröte für uns. Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein Köfferchen. Das machen wir jetzt nochmal auf. Los, geh auf. Na. Alles klar, ich hau dreimal daneben. Warum auch nicht? So, Koffer, geh auf. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch. Yeah, zwei Koffer mit einem Schlag. Warum denn auch nicht? So, auf damit. Ja, gib das her. Schildkröte!
Siehst du, haben wir auch schon mal unser erstes Fleisch. Und das Schild nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Da ist noch eine. Ne, die lassen wir. Die lassen wir erstmal da liegen. Um da hochzukommen, müsste ich da lang laufen. Den wollen wir da mal hoch, würde ich sagen. Hobbidi hopp. Ne. Das wäre eigentlich eine ganz nette Startposition. Na gut, man müsste die Bäume halt weiter schleppen. Das ist auch nicht weiter das Problem. Hm. Was haben wir hier? Was zu futtern haben wir auf jeden Fall auch da. Das können wir auch schon mal eigentlich mal mitnehmen. Na hier, hier sind noch mehr. Gib mir das. Ich nehme das alles mit. Der Strauch ist bestimmt nicht so gut. Okay. Bäh. Auf jeden Fall wurde hier abgesperrt. Mit so einem komischen Totems. Warte mal, kann man die Dinger kaputt machen? Tatsache, das geht. Lol. Gib mal mit. Ich nehme das alles. Ich würde sagen, hier haben wir eine recht große gerade Fläche, da kann man bauen. Ja, Quadrat, das nehmen wir natürlich auch noch alles mit. Alles meins. So. Blockhütte, kleine Blockhütte. Ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Können wir das Ding hier irgendwie gerade hinsetzen? Ja, hier. 13 Baumstämme. Ja gut, dann wollen wir mal. Bäumchen klatschen. Nein, da vorne sind schon welche. Warum sind die jetzt schon hier? Das gibt... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ja. Alles klar. Seid ihr lieb oder seid ihr nicht lieb? Lass mich Ruhe. Weiche von mir. Ändern Stock. Ziehen die auch noch mal Leine? Boah, fuck, sind das viele, ne? Ich muss hier weg. Würde sagen, da bauen wir schon mal nicht. Nein, so eine Kacke. Das Ganze brechen wir mal ab. Gucken, kommen wir irgendwie weg vor denen? Oder weg von denen? Das wäre schon mal ganz, ganz hilfreich. Ist das ärgerlich. Gleich gefunden von den Mistviechern. Wir hauen erstmal ab in die Richtung. Dann gleich so viele. Warum? Warum tun sie das? Die Mistviecher laufen mir natürlich hinterher. Ich hab doch noch gar keine Sachen. Was soll das? Lasst mich in Frieden, ihr blöden Kackviecher. Die laufen jetzt die ganze Zeit hinterher. Das gibt's doch nicht. Was für ein doofer Start. So ein Kack. Haben wir sie abgehängt? Wenn ja, wäre das schon mal gar nicht so verkehrt.
Okay, wir können ja noch mal versuchen, hier was hinzubauen. Auf jeden Fall müssten wir da mal Bäumchen klatschen jetzt. Boah. Gut, fangen wir mal an. Wir werden uns auf jeden Fall eine andere Stelle noch auf jeden Fall suchen. Hauptsache, wir haben sind erstmal die erste oder zweite Nacht, also mehr oder weniger sicher. Aber auf jeden Fall, so wie es scheint, haben wir sie erst einmal abgehängt. Das finde ich ja schon mal ganz nett. Nein, du sollst dich in die Richtung stürzen. Ah. Komm, Bäumchen, fall um, so wie ich das will. Er fällt wieder nach links. Nein. Ja, komm, gib mir deine Blätter. Und übrigens, ich habe auch Baum Respawn, habe ich übrigens auch an. Und ich kann auch meine eigenen Sachen kaputt machen. Hallo? Baust du den Baum mal ab? Da siehst du wohl. Cool, müsste eigentlich reichen, um dieses kleine Mini-Haus-Teil hier fertig zu kriegen. So, na los. Gib mir noch mehr! Gib mir mehr! Das ist ja mal was ganz Nettes. Jetzt ist er nur am Keuchen. Schweinerei. Das gibt's nicht. Keine Ausdauer. Aber mir scheint, dass wenn wir sie abgehängt haben. Steht da einer von denen oder ist das ein Busch? Ob das ein Busch? Da geht auch schon die erste Dämmerung los. Nein! Tu mir das nicht an. Erst wenn die Hütte fertig ist. Na. Los, gib mir noch mehr Baumstämme. Schneller. Ja, damit. Na, keine Ausdauer. Verdammt. Das gibt's nicht. Ja, doof damit. Wie viel brauche ich noch? 3 Stück. Ja, ich habe auf jeden Fall noch 3 Stück. Kriegen wir auf jeden Fall die Hütte schon mal fertig. Yay. Warum auch nicht? Kriegen wir wenigstens die Hütte fertig. In der ersten Folge. Yay. So, ein Baumstamm noch. Komm schon. Gib mir einen Baumstamm. Ich kann auch theoretisch die beiden mitnehmen. Da habe ich schon mal eine Reserve da liegen. Warum auch nicht? So, den legen wir mal dahin. Mal gucken, haben wir da noch mehr? Weil Baumstämme mitnehmen kann schon mal nicht schaden. Die Sachen sind hier sehr, 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 sehr teuer. Vor allem, wenn man das ganze Freibuilding machen tut. Nein, da läuft schon wieder einer von denen. Oh, das war nicht wahr. Die waren viel zu schnell da. Warum? Weicht von mir. Lasst mich in Frieden. Ich habe euch noch gar nichts getan, also tut mir auch noch nichts. Naja, bis jetzt gucken sie nur. Hm. Gut, dann würde ich sagen, wir machen für heute, für diese Folge Schluss.
und es wird auch gerade Nacht. Auf jeden Fall schaltet auch wieder ein zur nächsten Folge. Habt gehabt euch wohl. Ciao mit V.